Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Duscharmatur richtig montieren und somit auch mit Thermostat einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Wasserzuleitung ist abgesperrt, der Anschluss bzw. die Hahnverlängerung sind in etwa bündig mit den Fliesen oder sogar ein Ticken weiter in der Wand hinten drin, wie man diese Hahnverlängerung richtig anbringt. Dafür habe ich übrigens auch schon ein extra Video mal auf meinem Kanal gemacht und wie du sehen kannst, habe ich das Ganze außenrum zusätzlich jetzt auch schon mit Silikon zur Abdichtung noch ausgespritzt. Zuerst einmal müssen unsere beiden S-Anschlüsse richtig angebracht werden. Hierfür tue ich diese erst einmal persönlich nicht abdichten, sondern drehe sie erst einmal per Hand rein und richte sie aus. Denn dann habe ich später nicht das Problem, falls ich doch wieder etwas zurückdrehen muss, dass es mir dann gleich undicht wird. Danach lege ich mir eine Wasserwaage auf die zwei Anschlüsse und richte mir diese einmal so aus, dass sie wirklich schön im Wasser liegen und natürlich auch einen genormten Abstand von genau 15 cm Mitte bis Mitte haben. Bei mir ist das super, ich kann das an der Wasserwaage toll erkennen, 22 cm, 37 cm, aber man kann es natürlich auch jederzeit zum Beispiel mit einem Meterstab Außenkante, Außenkante messen. Hier muss man am Anfang einfach mal etwas spielen, bis man die richtige Position gefunden hat. Nun nehme ich mir mal einen einfachen Stift zur Hand und jetzt mache ich mir eine Markierung auf meinem S-Anschluss und genau darüber an derselben Position an der Fliese, da das Ganze ja später sowieso von meiner Rosette normalerweise überdeckt wird. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe Spiel und damit ich auch weiß, dass das mein rechter Anschluss ist, habe ich hier noch so ein kleines R drauf gemacht. Und nun können wir diese zwei Anschlüsse nämlich rausdrehen und fachgerecht abdichten. Ich empfehle auf jeden Fall die Variante mit Hanf, da wir da anschließend den Vorteil bei unseren Anschlüssen haben, dass wir diese auch wieder leicht zurückdrehen können, ohne dass es sofort undicht wird. Bei Teflonband ist nämlich genau da das Problem. Wir möchten das Ganze etwas korrigieren und es wird normalerweise relativ schnell undicht. Falls du dich trotzdem für Teflonband entscheidest, habe ich hierfür natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Jetzt aber das Gewinde auf der Halbzollseite erst einmal mit einem Sägeblatt noch besser aufrauen, dass der Hanf anschließend auch besser hält. Danach ca. 10 bis 15 cm Hanf einmal in der linken Hand festhalten. Mit der anderen Hand können wir das Ganze jetzt auch schon in Gewinderichtung um unser Gewinde sauber herumgeben. Nach ca. 2 Umdrehungen nehme ich dann das zweite Ende von meinem Hanf und gebe dieses auch noch straff schön weiter darum. Ich empfehle auf jeden Fall, dass wir den ersten Gewindegang freilassen sollten, da das Gewinde anschließend viel leichter anpackt. Im nächsten Schritt den Hanf noch etwas besser in Gewinderichtung mit einer Drahtbürste in die Gewindegänge hineinbürsten. Und zum Schluss noch etwas Spezielles Vermied, was einfach eine Gewindedichtungspaste ist, auf unseren Hanf auftragen. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren ersten Anschluss richtig vorbereitet und machen dasselbe Spiel natürlich beim zweiten Anschluss auch. Wenn es dann passt, kann ich beide Anschlüsse schon einmal per Hand richtig eindrehen. Wichtig, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir den ja mit einem R markiert haben und er natürlich dann auch auf der rechten Seite reinkommt. In der Bedienungsanleitung meines Modells steht drin, dass der Abstand von der Fliese zur Vorderkante der Verschraubung genau 36 mm betragen sollte. Meiner Meinung nach kann das Ganze auch etwas länger sein, da wir diese 36 mm eh nie genau erreichen werden. Und aus diesem Grund mache ich jetzt einmal etwas weniger als 4 cm. Schau natürlich auch, dass die Markierung dementsprechend richtig sitzt und mache dasselbe Spiel auf der rechten Seite auch noch. Auch dieser Schritt passt bei mir, weswegen ich meine Rosetten jetzt auch schon mal grob an die Wand schrauben kann. Danach die Armatur in einer Hand festhalten, mit der anderen können wir auch schon unsere Flachdichtungen dementsprechend hineingeben. Und dann geht es einfach darum, dass wir einmal schauen müssen, dass natürlich unsere Überwurfmutter gerade am Gewinde anpackt. Links ist es auch schon geschehen, jetzt auf der rechten Seite. Und dann müssen wir abwechselnd links und rechts immer schrauben, dass sich das Ganze auf gar keinen Fall spießen kann. Zum Schluss mit einem passenden Gabelschlüssel bzw. der Armaturenzange das Ganze noch ordentlich festziehen, dass es natürlich anschließend auch dicht ist. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt.
Und wir können unsere Armatur auch schon mal leicht öffnen, dass die restliche Luft auf jeden Fall aus der Leitung noch rauskommt. Und anschließend mal mit den Fingern hier hinten bei unseren Verschraubungen fühlen, beziehungsweise natürlich auch bei der Wand, ob irgendwo etwas undicht sein könnte. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich meine Rosette jetzt auch schon ganz an die Wand geben kann. Zum Schluss noch der Hinweis, falls du zum Beispiel auch so eine Duschstange montieren möchtest, am besten mal durch die Fliesen mit einem speziellen Diamantbohrer durchgehen, anschließend mit einem Steinbohrer und dann würde ich auf jeden Fall das Loch noch mit Silikon zuvor ausspritzen zur zusätzlichen Abdichtung, bevor der Dübel dann in dieses Loch hineinkommt. Und somit haben wir jetzt auch schon eine Duscharmatur richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine neue Duscharmatur, ein Duschstangenset, einen Gabelschlüssel oder auch so eine Armaturenzange zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.